Die große Freude, auch seit langem wieder, eigentlich nach der Corona-Pause, wieder Musik in der Galerie zu haben. Wir haben ja schon unsere Konzertreihe, die KKK-Konzertkonzerte gehabt, waren 10 innerhalb von 2 Jahren. Wir haben jetzt 2 Jahre Pause und dieser Anlass ist jetzt der 75. Geburtstag von Franz Kogelmann. Und die Idee, das Fest hier zu machen, kam von Franz Kogelmann selbst. Er wollte nicht in einem Club, sondern er wollte in einem anderen, auf einem anderen Platz. Und er war ja auch bei uns, hat schon gespielt und da habe ich mich natürlich sofort bereit erklärt, ihm den Platz zu geben. Und ich war mit Markus Mittringer schon im Gespräch, auch für ein Projekt, und innerhalb kurze Zeit waren wir uns sofort einig, dass wir ein Fotoprojekt machen, das eigentlich eine Geschichte erzählt. Und zwar eine Freundschaft mit Franz West, die Ingrid Kadel und Franz Kogelmann seit Anfang der 70er Jahre hatten. Franz West ist vor 10 Jahren gestorben und wäre ja auch 75 geworden. Das heißt, wir haben 2 Fliegen auf einen Streich. Jetzt ist es so, dass hier die Geschichte beginnt eigentlich innerhalb dieser Ausstellung in der Galerie St. Stephan 1978-79, wo Franz West die erste bisschen größere Ausstellung hatte. Er hatte vorher schon im hinteren Räumlichkeiten, konnte er so im Kammern, in der Kammerausstellung schon ein paar Sachen zeigen, aber die erste größere Ausstellung war glaube ich 79 und wir haben hier eine Bandbreite von Arbeiten von 1973 bis 1985. Wir haben uns eben auf diese Zeit beschränkt, weil es nicht nur Franz Kogelmann war, der ja musikalischer Berater der Galerie St. Stephan war in den 70er Jahren. Und es ist so, dass er durch Fred Jelinek, der uns heute auch tatkräftig hier unterstützt, den Franz zu feiern, möchte ich auch herzlich begrüßen, den Fredl. Danke, dass du da bist. Die Jenny, die kennt den Franz West und dem seit sie 18 ist. Großen Bogen um den Franz gemacht. Naja, das kann man mir nicht vorstellen. Und der Robert hat gesagt, ich habe auch mit dem Faldinger, auch du hast du. Wunderbar, da werden wir einen eigenen Abend mit Jenny Feldmann einmal machen. Die hat nämlich sehr viele Geschichten, ich kenne schon sehr viele, aber sie hat so viele, dass die immer wieder neu sind. Aber komme ich jetzt zurück zum Konzept. Es ist so, dass hier natürlich eine Geschichte sehr wichtig ist, weil es natürlich aus meiner Perspektive, aus der Sammlung, ich habe meinen ersten Franz West 1986 erworben und es war so, dass meine Geschichte mit dem Wiener Aktionismus eigentlich begann, als ich Skizzen und Zeichnungen von Bruce aus den 60er Jahren erwarb und natürlich dann von Otto Mühl und Nitsch und von Schwarzkogler mich ausgeweitet habe. Aber als ich eben die ersten paar Stücke gesehen habe, habe ich das sofort verstanden, dass das natürlich mit kultischen Handlungen zu tun hat, weil ich ja auch zur damaligen Zeit eigentlich beruflich auf der ethnografischen Seite war. Ich war mal Volontär im British Museum in London und habe dann meine ersten geschäftlichen als Kunsthändler mit afrikanischer Kunst und vor allem Kunst aus Indonesien, Borneo und Ozeanien begonnen. Und das war so der Beginn
meiner Karriere und dadurch war es auch für mich klar, dass die Bassstücke von Franz West ja eigentlich so mehr oder weniger das sehr ähnliche Dinge sind wie Masken oder Schilde, Tanzschilde oder dass Menschen damit umgehen und sich transformieren. Und Franz West ist es sehr wichtig gewesen, dass er genau zu der Zeit aus dem Aktionismus heraus das Antiästhetische, das heißt, er wollte keine Raumverzierer, er wollte die Objekte schmutzig machen, er wollte sie so machen, dass sie eigentlich nicht skulptural schön ausschauen, sondern es sollte eigentlich nur in der Verwendung mit dem Menschen, das heißt das Passstück, wenn der Mensch es an sich anpasst und damit umgeht, ganz egal wie, ist der Mensch mit dem Passstück Kunst. Es ist eine Ausstellung für Kunstkenner, weil es in der heutigen Zeit eigentlich eine Ästhetik, die unerträglich ist, weil es ja praktisch so ist, dass heute das viele Geld, was für Kunst ausgegeben ist, von Leuten ausgegeben wird, die ja mit Kunst nichts zu tun haben. Das heißt, sie wollen aber Kunst, die ihnen gefällt. Na gut, dann schaut es halt so aus. Und deswegen schaut der Kunst heute so aus, wie sie ausschaut. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, wie immer, aber die muss man suchen. Und so war auch Franz West einer der ganz wenigen Figuren in den 70er Jahren, die überhaupt da die Qualität hatten, an den Aktionismus heranzukommen. Und der hat sich da eigentlich eine Form gefunden, wie er diese Performances eigentlich verarbeiten kann und hat sich dann aber auch natürlich in humoristischer Weise an diese Sache herangegeben und hat dann eben nackte Personen mit Bassstücken, die urinieren und Dings und hat gesagt, das ist sozusagen im Aktionismusgeschmack, eine Zeichnung im Aktionismusgeschmack. Also er hat sich ein bisschen lustig gemacht, dass der Aktionismus wurde zu ernst genommen, dabei wurde nicht so viel gelacht und er wollte es ein bisschen mit Humor machen. Und hier ist jetzt so, dass hier ich auch dann auch eine ganz eine bedeutende, kunsthistorisch von höchster Bedeutung, eine Werkgruppe von Porträts, und zwar, wie es sie noch nie vorher gegeben hat, dass jemand eigentlich nicht mehr ein Porträt malt, sondern er schreibt nur den Namen. Das ist so, dass er praktisch hier, da kommen wir wieder zu dem Punkt, Galerie St. Stephan von der Rosemarie Schwarzwald. Das ist dieses Werk, ist das Goldene. Dann oben die Lisa, Sigrun Fröhlich, das ist die heutige Frau von Rudolf Polanski, ein ganz enger Freund von Franz West, wo er das erste Atelier hatte bei Rudolf Polanski, der Franz West. Graz, das war für ihn auch seine Halbschwester kam aus Graz. Er hatte die erste Ausstellung in einer Diskothek, nicht in einer Galerie in Graz. Also aus diesem Grund kommt auch dieses frühe Werk, sozusagen ist ein Stadtporträt. Dann unten das Laser, das ist ein Rennfahrer, der deswegen ist diese Autorennbahn. Dann der Franz, das ist das Porträt von Franz Kogelmann, das ist die Trompetertasche. Und dann von der Ingrid Kadel, das Objekt Ingrid, Klammer, Hänge. Jetzt ist das so, dass er aber nicht brüstig dazu geschrieben hat, das wäre für Franz zu vulgär, sondern Hänge heißt eigentlich der Haken, wo es drauf hängt. Ja. Das andere ist Fantasie. Ja, das wollte ich nur sagen. Also das... Das ist Sie, die gerade hingewiesen hast. Genau, auf die ich jetzt hingewiesen habe. Genau. Dann haben wir noch den Erich, das ist der Friseur, Johann, und den Bruder, der Rahmenmacher, einer der frühesten, auch der die Werke von Franz West aufgesammelt hat, weil es ja sonst kaum Leute gab, die das wollten. Ja, das heutige Programm ist dicht. Wir haben nicht nur tolle Musiker, die der Franz eingeladen hat, sondern wir haben auch den Herrn Nüchtern hier, der praktisch ein Gespräch mit dem Herrn Mittringer führt und auch mit dem Franz Vogelmann. Den Franz West habe ich im Café Museum kennengelernt, das war durch den Freddy Jelinek. Wir saßen gemeinsam im Café, da kam jemand daher, völlig verträgt, und hat gesagt, er hat gerade eine Wohnung ausgemalt, Maler und Anstreicher sein. Ne? Und der Freddy hat mir den vorgestellt, der heißt West, ne? Das ist ein Hund, der heißt West. Und der hat gesagt, ja, das ist seine Idee, er möchte Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit in 10 Minuten verfilmen, ich möchte einen 10 Minuten Film machen aus diesem großen, so habe ich den besten. Dann kam ich Jahre später in die Galerie St. Stephan, wie du erwähnt hast, und da tauchte der West wieder auf und hat dann
mit Einverständnis natürlich der Rennleiterin Rosmarie Schwarzwälder, meistens hinten Ausstellungen gemacht. Also so, es war halt so, vorne war, ja, also vorne war zum Beispiel Josef Kossuth und so was, ne? Und hinten war der West. Und da hatten wir verschiedene Aktionen gemeinsam gemacht. Wir haben, glaube ich, insgesamt an die 10, ich weiß nicht mehr genau, Aktionen gemeinsam in der Galerie gemacht. Einmal haben wir zum Beispiel einen Kohl gekocht, weil das da ist. Natürlich hat die Galerie ihre gestunken, als das Publikum hingekommen ist. Aber die übliche Weise nimmt dabei. Das erste war auch noch für sich nicht mehr, sondern das war 1970er Jahre. Hörbilder. Ja. Also, die Galerie ist von Stefan von Leer. Da waren keine Bilder aufgehängt. Du hast eine Komposition abgeliefert, ist am Notenständer gestanden und hier waren Plätze gespielt. Schauspieler Bernd Burkhardt mit vollem Bart, den hat er. Der Friseur für den Bart. Ist der Friseur da? Nein, natürlich nicht. Ist er nicht da? Ja. Nein, glücklicherweise nicht. Ist er nicht genug? Ist er nicht da? Glücklicherweise nicht. Der hätte uns gerade noch gefallen. Ja, die Hälfte ist schon schlimm genug. Also, der hat die Hälfte wegrasiert. Ja, und dann hat er mal Der West hat immer die rasierte Seite am Arsch gemacht und das war der Einsatz für den Trompeten. Das war eine der Aktionen. Das war die Aktion während des Arsches. Thank you.
Zeitgenössischer Musik, so in Richtung Luigi Nono und sowas. Ja, ja, von Quellenberg an, das immer terrorisiert. Das war später. Aber was, in einem anderen Grund, darüber werden wir nicht reden. Das war später. Also zu der Zeit. Aus einem anderen Grund. War nichts mit Jazz. Er hatte, glaube ich, schaff in Jazz, brauchst du, wenn du sagen, brauchst du einen gewissen Tag. Ja? Du musst irgendwie den Rhythmus verstehen. Ja, das habe ich nicht aus. Das hat er auch nicht verstanden. West war ja kein Jazz-Mann. Ja, komplett. Immer am falschen Fuß. West war kein Jazz-Mann. Trotzdem war der befreundet. Trotzdem war der, zumindest zu dieser Zeit, sehr eng befreundet. Später dann eben. Ja. Aber zu dieser Zeit waren wir wirklich eng befreundet. Aber er hatte mit Jazz nichts zu tun. Und möglicherweise ist die Freundschaft auch an der Uraufführung der Tanzmusik ja, für Bassstücke zerbrochen. So, ja, ja, weil die Tanzmusik für Bassstücke, wir können sie jetzt hier nicht aufführen, aus besetzungstechnischen Gründen nicht, das war ja noch nicht, ja, ist noch relativ, ist ein viersätziges Werk, das doch relativ jazzig gehalten ist, wobei der dritte Satz ist zwölftönig. Ja. Ich glaube, da hatte er gewisse Probleme. Das war vielleicht das Ende unserer Freundschaft. Aber immerhin gab es ein künstlerisch legitimiertes Ende. Er war zutiefst enttäuscht. Ich war ja nicht dabei, aber ich war es hat er dir gesagt? Das muss man bedenken, das ist ja wirklich lange her. Ja? Jetzt ist der Franz West. Der Franz West ist mittlerweile verstorben. Der Franz West hat mir immer gesagt, er will nicht älter werden als der Mozart. Was? Der Mozart? Nein, nicht älter. Ja. Richtung Gegenwart. Ja. In dem Katalog von Markus Mittriger, whatever the case, gibt es ein Foto von dir bei einer Preisverleihung. Wie ist das entstanden? Was war so das Moment, wo im Nachhinein betrachtet, man kennt ihn von vorne, aber von hinten hat ihn noch keiner abgebildet. Achso, okay. Nein, es ist ganz einfach entstanden, es war die Preisverleihung. Ich war das erste Mal in diesem Rathaussaal, habe das erste Mal das Setting gesehen und habe die zwei Herren von hinten gesehen. Eigentlich bin ich wegen der hohen Scheibe hinten und den kannte ich. Ja. Dann sehe ich die zwei nebeneinander sitzen und dann siehst du die Rathausbeamten, die diese Blumentröge auf Raron herführen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß es nicht. Ist es die erste Wiener Schwulenhochzeit? Oder kann ich reden es? Und so ist das Foto entstanden. Und nach dem Foto, damit hat der Ronald Paul uns einander vorgestellt und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ich meine, ich kannte ein bisschen was von Vogelmann Musik, kannte ein bisschen was von Franz West. Es hat sich, ehrlich gesagt, völlig absichtslos ergeben. Irgendwann einmal angefangen mit der Frage, kann ich ein paar Fotos machen? Irgendwann kam dann die Handhabung der Bassstücke dazu, wo ich dann gemerkt habe, er ist echt ein Profi. Er weiß, wie man das angreift. Und viel mehr war das nicht.